So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Ich schieb das mal ein Stück hier rüber. Das ist der Adi, Schatz. Wir haben ein weiteres Paket für euch vorbereitet, was wir auspacken wollen. Das ist dieses gelbe, wunderschöne Packset von der Bow. Ihr habt richtig gehört, von der Bow aus Stuttgart. Der hat was geschickt. Da weiß ich gar nicht, was er geschickt hat. Manche kündigen mir immer schon irgendwas an und sagen, ach Ramses, hier habe ich was entdeckt. Willst du das? Komm, ich schick's dir mal rum. Beim Bo habe ich keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, weil er immer so davon schwärmt, vielleicht ist da das gute Stuttgarter Hofbräu drin. Oder eine Flasche Kombucha oder was, was er so gerne trinkt. Ne? Ansonsten bin ich gespannt, was uns jetzt erwartet, wenn wir das der Bo-Paket aufmachen. Oh, jetzt ist hier drüben nochmal. Ich habe extra jetzt nur die schwarzen Klebebänder durchgeschnitten und nicht die durchsichtigen, weil ich dachte, dass die schwarzen halt die schwarzen sind. Ne? Jetzt nehmen wir das mal hier raus. Legen das mal auf die Katze drauf. Da hat er schön einiges hier eingepackt, damit auch nichts kaputt geht. Safety first, ne? Und hier habe ich zuallererst einmal eine Dose Thunfisch. Eine Dose Thunfisch im eigenen Saft. Ist das jetzt für ein Adi, ist das für mich? Das ist bestimmt für den Thunfisch-Shake. Habe ich schon wieder ganz vergessen, ja. Er hat einen Thunfisch-Shake getestet, den wollte ich vielleicht auch mal machen. Jetzt hat er da Zutaten schon geschickt für den Thunfisch-Shake, den Protein-Shake mit viel Eiweiß und so. Muss ja mega gesund sein. Noch eine Dose Thunfisch-Filets im eigenen Saft. Also es gibt so viel zu tun, so viele Videos, so viele Sachen, die wir noch machen wollen. Diese Kombucha-Trink-Sache da muss ich ja auch noch machen. Ah, die hängen wieder rum wie so ein Gangster. Das bringt dir nichts, Adi. Ich baue dich jetzt trotzdem zu. Ungefähr so. Hier sind einmal Katzengrillis dabei. Von Zoo Royal. Für den Adi. Die lege ich jetzt hier hoch. Die kriegst du dann. Ja, dann. Dann haben wir hier Zoo Royal Knusperkissen. Auch noch für den Adi. Die lege ich da hoch. Die kriegst du dann. Beim zweiten Mal funktioniert der Witz nicht mehr. Jetzt packen wir mal den Rest. Von der Zeitung hier raus. Ich klinge immer noch wie der Sonntengänger. Ne? Hört ihr das? Und jetzt haben wir hier eine Flasche. Eine Flasche Wullebiere. Wullebiere Vollbier hell. Ich glaube, das ist auch, das habe ich auch schon mal erzählt, oder? Mit Iswo. Dass der Iswo die immer lustig fand wegen dem Namen. Wullebier, Wulle, willst du Wullebier trinken, Wulle hier. Wullebier, Vollbier, hell, in so einer dickbaurigen Flasche mit hier dem Bügelverschluss dran. Sind das jetzt viermal die gleichen, sind das vier verschiedene Sorten. Wir rollen die zweite auch mal aus. Ah, die freut sich, der kriegt wieder viel Müll. Das ist auch wieder Vollbier, hell. Auch wenn die Welt da draußen sich immer schneller zu drehen scheint, Zeit für ein kühles Wulle mit guten Freunden ist allemal. 5,0% Wulle Biere. Ich glaube, da muss ich ein Iswo dann mal ein Bild schicken. Mal gucken, was er dazu sagt. Oder ob der fragt, was? Wo hast du das denn her? Warst du in Stuttgart oder was? Wulle Bier ist doch von hier. Nochmal Wulle Bier, Vollbier hell, mit Freunden, mit allem drum und dran. Haltbar bis Januar 23. Und ein letztes irgendwas. Oh mein Gott, das ist gar kein Wullebier. Ah, die hat es gleich abgefangen. Das ist eine selbstgemachte Chili-Soße von Mexican Tears in einer brutalen Verpackung mit Totenkopf drauf und allem anderen. Also Mexican Tears, die Seite kenne ich ja auch. Da kannst du dir bei Mexican Tears Soßen selber zusammenstellen, Barbecue-Soßen zum Grillen oder auch Chili-Soßen. Wenn du es gerne schärfer magst, kannst du unter ganz vielen verschiedenen Chili-Sorten auswählen, kannst sie reinpacken, kannst zusätzliche Toppings auswählen. Du kannst Holunderbeeren mit rein, mit Bananengeschmack, mit Zimt, alle möglichen. Wenn wir Raclette machen, nehmen wir immer so eine Mexican
So eine Mexican Tears Soße. Wir haben nämlich Molly's Hot Sauce und Adi's Hot Sauce damals erstellt, auch mit Carolina Reaper und Wacholderbeeren und sonst was allem drin. Die packen wir mal auf das Raclette, wenn wir Raclette machen. Was da drin ist, das sehen wir mal jetzt und vor allem wie die heißt, das ist auch wichtig. Was ist denn, was machst du denn? Es ist plötzlich so laut, Adi Schatz. Der Adi reißt die ganze Folie kaputt. Ich glaube, der hat wegen dem Thunfisch. Der frisst sein eigenes Bein, okay, dann so. Die Packungen so gab es damals noch nicht. Ich habe eine, die ist ganz stinknormal schwarz, einfach nur ganz normal schwarz und sieht ganz normal aus. Die Soße an sich, ich guck mal noch gar nicht, was drin ist. Sieht auf jeden Fall sehr feurig aus und sehr rot, dunkelrot. Das ist eine, wir lösen es gleich mal auf, Ramses der dicke Soße. Während wir da Molly, also die Katze von Sandra oder Adi, Adis Hot Sauce, Mollys Hot Sauce, haben wir einfach Ramses der dicke Soße. Das bin ich in der Flasche und aus was bestehe ich? Zutaten. Der ist doch so bekloppt. Los, mach's nochmal, Adi. Mach's doch nochmal. Jetzt hat er genießt. Jetzt hat er genossen. Er jagt gerade seinen Schwanz in der Wanne. Er jagt seinen Schwanz in der Wanne, weil er nicht weiß, dass das sein Schwanz ist. Komisch. Ich würde lügen, aber der hat noch nie seinen Schwanz gejagt. Der Schwanz liegt da, der leckt da mal dran rum. Der guckt den sich an. Manchmal stecke ich seinen Schwanz in seinen Mund. Dann macht er nur, weil es ja haarig ist. Der hat noch nie seinen Schwanz gejagt. Und jetzt fängt er an, in diesen ganzen Folienzeugs sich im Kreis zu drehen und seinen Schwanz zu jagen. Das verstehe ich nicht. Hier in der Ramses der dicke Soße ist auf jeden Fall drin Wasser, Essig, Carolina Reaper Chilis, also wieder die schärfsten ausgewählt auf der Seite, Zucker, Salz, Tomate, Curry, da ist Curry mit drin zusätzlich, Zwiebeln, Knoblauch und Verdickungsmittel Guarquemehl. Die Soßen, die wir gemacht haben, bestehen auch beide aus Carolina Reaper. Also die Adi und die Molly Soße, auch beide mit Carolina Reaper Chilis. So dass ich dann zusätzlich noch andere Chilis reingepackt habe. Irgendwas Fruchtiges noch mit rein, irgendwas Kräuterartiges. Ihr habt ja also Carolina Reaper Curry, Knoblauch, Soße sozusagen. Das sind die Hauptbestandteile, die wohl wirklich den Geschmack ausmachen. Klingt wieder böse, klingt ein bisschen wenig. Du hast so viel Auswahl und dann sind theoretisch nur drei Sachen drin. Curry, Knoblauch und Carolina Reaper. Ich hätte einfach den ganzen Sack voll gemacht. Noch mit irgendwelchen Früchten und Bananen. Ja, wenn unsere Soße mal zu Ende geht, haben wir aber hier schon die nächste. Ihr seht, die ist auch wirklich sehr flüssig. Das ist wirklich was, was hier irgendwo drauf tropft, einfach nur. Und gerade durch die Carolina Reaper ist sie natürlich mega scharf. Wenn ihr die Seite nicht kennt, guckt mal bei Mexican Tears auf die Seite. Habe ich auch damals ein Video dazu gemacht, was es alles gibt, wie man das alles erstellen kann. Was würdet ihr in eure Soße reinpacken? Habt ihr schon mal bei Mexican Tears bestellt? Ich finde es cool. Danke, dass du mir da so eine Soße gemacht hast, weil das ist trotzdem ein Hingucker, wenn die da steht. Das ist was Persönliches, das ist deine Auswahl gewesen. Die wird auf jeden Fall auch gegessen, die wird auf jeden Fall auch verbraucht. Und mal gucken, Genaya hat ja glaube ich auch was bestellt, eine Jalapeno Fuego Soße. Vielleicht können wir ja beide mal testen, mit Nuggets gegeneinander antreten lassen und gucken, welches schärfer, welche bringt dich um. Ich denke mal, die wird schärfer sein vom Bo als die Fuego Soße. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Das war es jetzt von meiner Seite. Ein Paket vom Netghost habe ich noch, vom iScorpions, wieder Verwechslung. Das muss ich auch noch auspacken. Danke der Bo. Danke für die Biers. Die könnte ich zum Beispiel ganz gemütlich auch am Montag bei Chill mit Ramses trinken. Und Adi, geht's dir wieder gut? Hast du noch was zu sagen? Willst du noch Tschüss sagen oder so? Willst du noch mal deinen Schwanz jagen? Nicht? Dann beiß noch mal in den Wasserhahn. Genau. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Dankeschön für alles.